Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Wir müssen Detmol töten. Vom Fleische. Und das werden wir jetzt auch tun. Detmold ist Anaïs des Todes. Ich kann ihn hören. Detmold ist hier und nicht allein. Scheiße. Aua. Blöde Barriere, du. Schmach's kaputt. Oh. Die letzte Ruhestätte von Hänselt. Die Zivilisation hält nur ein Verbrechen für so schlimm, dass es nicht gesühnt oder vergeben werden kann. Königsmord. Ein Bruch menschlichen und göttlichen Rechts. Die Gesellschaft wird in ihren Grundfesten erschüttert. Deshalb treiben die Machthaber so viel Mist und wälzen sich noch darin. Sie dürfen es. Sie stehen über der Moral. Sogar über dem Recht. Roches Hände und die meinen sind mit Hänselts Blut befleckt. Ich hätte Roche aufhalten können, aber ich tat es nicht. Nun ist Hänselt Vergangenheit. Und die blauen Streifen feiern im Jenseits. Tja, immerhin etwas, was sie noch tun können. Aber sehr schön angerichtet hier, die letzte Ruhestätte, ne? Dann wollen wir mal. Tam, tadam, tam, 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 tadam, tam, tam. Was macht er da? Hast du Raduwit in sein Gefolge gesehen? Der Rotzlöffel hält sich anscheinend für den König der Könige. Nach diesem Spektakel in Redanien hat er die Stirn hier aufzukreuzen. Ganz ehrlich, wenn aus ihm ein zweiter Wisimir wird, dann soll er auch so enden. Und dann seine Gewänder. Hast du die gesehen? Na gut, wir können noch mal. Hosen runter. Ja, sowas habe ich mir schon fast gedacht. Du hast mir den Arm gebrochen. Ging aber schnell. Oh, verdammt, mein Arm. Weißt du, was der Wert ist, du Hurensohn? Nichts. Einen Dreck, genau wie du. Was willst du? Ich geb dir alles. Du kannst mir nicht geben, was du mir genommen hast. Ich muss mich mit deinen verdammten Eiern und deiner Kehle bescheiden. Nein! Ah! Au! Du hast es so gefolgt. Okay, Roche. Ist ein bisschen rachsüchtig, der Gute. Das war aber kurzer Prozess. Heilige Scheiße. Befreien wir Voltests Tochter. Aber er hat's verdient, ganz ehrlich. Schlüssel zu Detmolds Tresor. Wo ist denn Detmolds Tresor? Da. Detmold starb. Okay, vergessenes Schwert der Vrans. Oh. Guck ich mal ganz kurz, ob das gut ist. What the fuck? Es ist gut. Es ist sogar sehr gut. Ach du heilige Scheiße. Junge, Junge, Junge. Okay. Dann wollen wir mal die Kleine retten. Geht es dir gut? Ich bin Vernon Roche, ein Soldat deines Vaters. Und das ist der Hexer Geralt. Sie hat Angst. Wenn Detmold sie angefasst hat, bringe ich ihn noch einmal um. Was hast du mit dem Kind vor, Vernon? Ich habe eine Abmachung mit Raduwit getroffen. Und Vernon Roche hält sein Wort. Ja gut, das stimmt. Wir haben eine Abmachung getroffen. Was sollen wir denn sonst tun mit dir? Dann nichts wie los. Hab keine Angst. Ich bin Vernon Roche, treuer Diener deines Vaters. Ich pass auf dich auf. So. Was hätten wir mit dir sonst machen können? Wahrscheinlich hätten wir sie behalten können. Oder so. Keine Ahnung. Da kommt ja unser Geleitschutz.
Im Namen König Radovids fordern wir euch auf, das Kind von Luisa Lavalette herauszugeben. Schade, dass ihr erst jetzt kommt. Immer schön freundlich. Guck dich um. Freundlichkeit ist nicht unsere Stärke. Dein Glück, dass Radovid befahl, Ruhe zu bewahren. Nicht unbedingt. Ich gehe mich gleich bei ihm bedanken. Du solltest Radovid nicht trauen, Bern. Sei unbesorgt. Ich könnte mir nie verzeihen, wenn der Erbin der Krone Volltests ein Leid geschehe. Lass sie nicht aus den Augen. Würde mich nicht wundern, wenn Radovid mit Bussis Tod zu tun hat. Alles ist möglich. Anais ist die letzte Chance für Temeriens Unabhängigkeit. Nicht heute, nicht morgen. Aber der Tag wird kommen. Geralt, wo gehst du hin? Keine Ahnung. Angenommen, Radovid bietet dir an, Redanien zu dienen. Durchaus möglich. Dein Rat? Vorsicht. Im Umgang mit Königen immer nützlich. Bisher war mir die Oberhand im Umgang mit Königen immer nützlich. Oh, könnt ihr nicht einfach wenigstens dann langsam die ganze Zeit laufen, anstatt immer stehen zu bleiben? Nervt ein bisschen. So, ich verteile jetzt erstmal Talent. In die Hexerausbildung oder doch hier rein. Das Queen-Zeichen richtet heftig Schaden auf mehrere Ziele. Oh, das ist cool, das nehme ich. Oh. So. Haben wir das aber auch erledigt. Boah, das nervt voll, dass die hier so immer ein bisschen rumspacken. Ich bin viel schneller als die. Wo ist die Kleine? Ach da. Ganz hinten, weißt du, auf die wird gar nicht geachtet. Scheiß drauf. Hauptsache, wir kommen hier wieder raus. Na dann. Endlich ist dieser Drecksack tot. Rache gibt einem Freiheit von der Vergangenheit auf Kosten der Zukunft. Welch weise Worte. Schon wieder ein Level gestiegen. Juhu, wir können noch mehr Punkte verteilen. Wir haben 2 Punkte bekommen. Axi benutze ich gar nicht. Queen, ab und zu müsste man das doch mal benutzen. Was haben wir jetzt hier? Igni. Oh, Igni muss ich auf jeden Fall verstärken, weil das benutze ich ja doch ein bisschen häufiger. So. Achso. Ich muss jetzt einfach zu den Verhandlungen. Alles klärchen. Dann will ich das mal tun. Warum ruckelt das manchmal so, wenn ich irgendwie was abschließe? Stranger Shit. Der Kongress der Zauberer. Jetzt ist natürlich Triss nicht geholfen, ne? Kann ich das immer noch machen? Aber nicht jetzt, schade. Okay. Dann. Kongress der Zauber, Königsmörder ist sowieso aktuell. Dann machen wir das jetzt. Und gehen zu den Verhandlungen. Und hier, doch, hier komme ich wohl lang. Ob ich hier lang muss, ist die andere Frage. Könnte sein. Muss aber nicht. Aber scheint nicht ganz falsch. Nicht in voller Gänze. So, mein lieber Roche. Das ist ein großer Moment. Bereit? Na dann, lass uns gehen. Los geht's. Wir haben ja immerhin sonst... Viel habe ich gar nicht mehr zu tun. Eigentlich Triss noch finden, aber das war's dann auch schon. Temerien ist tief gespalten. Als Konstabler kann ich in Bezug auf die Kammer keine Entscheidung im Namen des ganzen Landes treffen. Ich habe die Ehre, im Namen Temeriens vor diesem ehrwürdigen Gremium zu sprechen. Doch bin ich nur ein Konstabler. Schon nächste Woche könnte ein Baron meine Unterschrift für ungültig erklären lassen. Worauf willst du hinaus, Konstabler? Was die Kammer und den Rat angeht, verfüge ich in meinem Land nicht über den nötigen Rückhalt. Die Krone strebe ich auch nicht an, bei meiner Herkunft. Und auch als Soldat kenne ich meinen Platz. In den letzten Wochen haben in Vysimar Verhandlungen über die Thronnachfolge stattgefunden. Da das Schicksal des letzten Kindes von Volltest auch weiterhin unbekannt ist, konnten wir zu keiner Einigung gelangen. Es ist nicht gelungen, die Interessen der namhaftesten Geschlechter Temeriens miteinander zu vereinbaren. Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als das Land aufzuteilen, entlang den bisherigen Baroniegrenzen. Der Norden kann sich eine Zerschlagung Temeriens nicht leisten. Die Barone würden sich in ein paar Jahren an die Gurgel gehen.
Ein vereinigtes Temerien bedeutet Kontrolle über den westlichen Ponta. Zerschlagen taugt es nur noch als Durchgang für Nilfgaards Armeen. Die Wahl ist also ganz einfach. Für euch vielleicht, Majestät. Ich sehe lieber 5 lahme temerische Hunde den Hühnerstall bewachen, als einen gesunden redanischen Jagdhund. Ich weiß um das Drama in deinem Land, Nathalys. Aber die Lösung, die du vorschlägst, ist inakzeptabel. Jetzt kommen wir. Temerien wird ein Protektorat von Redanien. Ihr ruft mich, Radovid, zu eurem König aus. Selbst wenn ihr Einheit und Eigenart des Reichs gewährleistet, der temerische Adel wird einer solchen Einschränkung der Souveränität niemals zustimmen. Vergesst nicht, wer in Dreiberg an meiner Seite regiert. Ada ist die Tochter Foltests. Alle Temerier wissen das, Majestät. Weiterhin ist bekannt, dass noch eine Tochter Foltests am Leben ist. Diesem Kind werden die Menschen in Vysima wohlwollender begegnen. Und hier ist Anaïs, das Kind, das ihr sucht. Anaïs Lavalette? Woher? Aus den Händen Detmolds befreit, der sich in zweifelhafter Absicht in Loch Muin aufhielt. Sie bleibt in meiner Obhut, bis sie volljährig ist. Dann, falls Temerien dies wünscht, kann sie seine Königin werden. Bis dahin wird Anaïs in Dreiberg leben. Später mehr davon, verehrter Nathalys. Wir sind ja nicht hier, um Kinder zu krönen. Was glaubst du? Wird dieses Kind einst den Thron Temeriens besteigen? Das liegt in Radovids Hand. Fürs Erste zählt, dass wir die Teilung des Königreichs verhindert haben. Wie bereits festgestellt wurde, ist das Dokument, in dem das Statut der Kammer festgelegt wird, eine getreue Kopie des Statuts, das man in den Ruinen auf Tanet fand. Doch viel wichtiger als das ist die Ernennung königlicher Berater. Heutzutage werden viele Höfe von irgendwelchen Magiern und Zauberinnen regiert. Zu Zeiten der alten Kammer wurden solche Berater mit Bedacht gewählt. Weshalb sollten wir unsere Berater nicht selbst wählen? Wegen der Verantwortung, die auf ihnen ruht, Majestät. Die Kammer möchte sich von der Fachkunde der Kandidaten überzeugen. Und davon, dass die Interessen der Kammer gewahrt werden. Selbstverständlich. Das wichtigste Anliegen der Kammer ist schließlich das Wohl der nördlichen Königreiche. Das Dokument ist unterzeichnet von all unseren vorgeschlagenen Kammermitgliedern und den designierten Beratern. Wir warten nur noch auf die Unterschrift von Sheila de Tankerville. Ohne unsere königlichen Siegel könnt ihr allenfalls Berater von Schafhirten vorschlagen. Wohl wahr, Eure Majestät. Majestäten, ehe ihr unterschreibt, hört an, was ich zu sagen habe. Gesandter, bei allem Respekt. Hier geht es nicht um Nilfgaard und seine Belange. König Hengselt hat mich eingeladen. Wollt ihr mir verbieten, das Wort zu ergreifen? Oh, die haben Leto gefangen. Interessant. Was soll das heißen? Dieser Mann hat heute Morgen versucht, mich umzubringen. Er hat auf eurem Staatsgebiet ein Attentat auf den Gesandten des Kaisers verübt. Sicher ist er schon verhört worden. Er gestand, Foltest und Demavent umgebracht zu haben. Seine Auftraggeber hat er auch genannt. Zauberinnen. Sie halfen mir, die Attentate zu verüben. Sprich weiter. Die Loge der Zauberinnen wollte jene Herrscher beseitigen, die gegen Magier vorgehen. Loge der Zauberinnen? Hier habe ich eine Liste. Philippa Eilhardt, Margareta Laux-Antill, Triss Merigold, Keira Metz, Francesca Finderbär, Ida Emean und nicht zuletzt Sheila de Tankerville. Zu meiner Beschämung gehören der Loge auch 2 Zauberinnen aus Nilfgaard an. Asire Far Underhit und Fringilla Vigo.
Der Kaiser wird in dieser Angelegenheit alles Nötige veranlassen. Okay, was geht jetzt hier ab? Aber wurde sie jetzt Triss deswegen entführt, weil sie das Majestät, verhindern wollte, oder? Was bedeutet das? Alle festnehmen. Euer Dokument wird warten müssen. Gehört sie doch dazu. Dazu habt ihr kein Recht. Ergebt euch, wenn ihr kein weiteres Blutbad wollt. Und zwar dieses Mal in Loch Muin. Ein Gericht wird die Verräter ermitteln. Was zur Hölle? Ein Drache. Der Drache vom Anfang. Ist der wegen Sheila da oder hört er auf sie? Kranker Scheiß, ey. Anscheinend. Okay, das ist interessant. Fucking Drache. Gut. Geralt, wir stecken fest. Hier kommen wir nicht durch. Du musst Sheila schnappen. Okay. I'm on my way, bro. Besiege den Drachen. Ja, klar. Besiege den Drachen. Ist ja easy. Dem hauen wir einfach mal kurz auf die Glocke und dann war's das. Geh so lange du kannst, Hexer. Na, ich gehe auf dich zu. Du hältst mich nicht auf. Ach, halt's mal. Du noch irgendwer sonst. Aha. Jetzt haben wir natürlich Triss immer noch nicht gerettet. Das ist natürlich alles ziemlich ärgerlich. Ich töte dich, wenn ich muss. Ja, ja, töte mich. Haha. Verarscht. Aua. Ich vermute mal, hier darf ich jetzt nicht gerade meditieren, oder? Das geht hier nicht. Ist das hier das Ende? Ist danach das Spiel vorbei? Das wäre aber. Nein, töte mich nicht. Ich brenne. I'm burning, motherfucker. Ich habe das Portal stabilisiert. Wo willst du dich schon verstecken? Früher oder später wirst du ja doch gefunden. Ich ziehe es vor, über mein Kommen und Gehen selbst zu entscheiden. Wo ist Leto? Sesentesis kümmert sich um ihn. Und um alle anderen, denen sich bei der Vorstellung, eine Zauberin zu verbrennen, der Schwanz aufrichtet. Wo ist er? Weiß ich nicht, du Trottel. Ich suche ihn selbst, seit Foltest tot ist. Leto hat uns alle betrogen. Wir sind auf die einfältige Miene und den stumpfen Blick reingefallen. Begreifst du nicht? Ja, die Loge wollte Demavent loswerden. Er war ein launischer Schwächling. Adam war im Begriff, unter seiner Herrschaft den Bach runterzugehen. Wir haben das kleinere Übel gewählt und ihn unschädlich gemacht. Leto war nur das Mittel dazu. Und Foltest? Und Henselt? Damit haben wir nichts zu tun. Nach dem Mord an Demavent hat Leto unser Gold und unsere Magie benutzt und sich mit Jorvet in Verbindung gesetzt. Der sollte ihn verstecken, bis etwas Gras über die Sache gewachsen war. Das dachte ich jedenfalls. Für Foltests Tod ist die Loge nicht verantwortlich. Wer dann? Nilfgaard. Leto, der König der Lügner und Kaiser der Verräter. Er hat von Anfang an der großen Sonne und der weißen Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt, gedient. Und uns alle reingelegt. Mich, Jorvid, deine dämliche Triss und dich. Welche Beweise gibt es dafür? Ich habe Nachricht erhalten von einem Logenmitglied aus Zintra. Die kaiserliche Armee überquert soeben die Yaruga. Du glaubst doch nicht, dass der Norden ihr in dieser Lage etwas entgegenzusetzen hat. Außer vielleicht ein neues Wunder von Brenner. Das weiß ich nicht. Aber ihr wart diejenigen, die es so weit haben kommen lassen. Und dafür werdet ihr auch gerade stehen. Das Stigma des Verrats wird euch für immer begleiten. Abwarten. Diese Stadt verlässt niemand mehr lebendig. Also wird auch keiner die Geschichte erzählen können. Philippa kontrolliert den Drachen. Sobald ich verschwinde, verwandelt er die Stadt in ein brennendes Grab. Der Drache hat bei der Schlacht um die Burg Lavalette Foltests Armee angegriffen. Wie passt das zu deiner Geschichte? Da war er noch nicht unter unserer Kontrolle.
Wir mögen eine Schlacht verloren haben, aber der Krieg beginnt erst. Und er findet ohne dich statt. Dies ist dein Ende, Hexer. Das haben schon andere gesagt. Adieu. Etwas stimmt nicht. Der Diamant. Jemand hat den Diamanten ausgetauscht. Er hat einen Makel. Er wird mich in Stücke reißen. Nimm ihn raus. Okay. Du hast mich gerettet. Solltest du überleben, geh nach Nilfgaard. Dort findest du Yennefer von Wengerberg. Leb wohl, Hexer. Immerhin Infos bekommen. Herz aus Gold. Tja, so sind wir. Hallo, Drache. Aua. Böser Drache. Das tut doch weh. Ich bin zu alt für sowas. Aber Hammer. Nein, hör auf damit. Du blöder Kackdrache, du. Oh, ich muss weg, Hilfe. Aua. Boah, Junge. Okay. Das könnte eine Weile dauern, hier den Drachen zu töten, aber. Ha! Arsch. Okay, wie kann ich den am besten killen? Immer schön weg. Immer schön weg. Einmal angreifen und weg ist eigentlich das Beste. Aua. Der will mich ja beißen. Er hat mich zum Fressen gern. Ich glaube nämlich mal fast, dass der gegen Feuer selbst immun sein wird. Aua, er hat mich getroffen, verdammt. What the fuck, jetzt kommt er auch noch hier rein. Mich verarschen. Warum trifft er mich denn? Ich bin doch voll weit weg und so. Ach, er hat mich am Arsch, du Kackdrache, ey. Muss warten, bis er sein Feuer speit. Ja. Dann kann ich das nämlich durchaus machen. Komm. Speifeuer. Ja, so ist fein. Boah, irgendwie. Ah, er hat mich schon wieder getroffen, der Arsch. Du Arschdrache, du. Weg hier. Ich würde mal fast vermuten, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich ihn hier irgendwie besiegen kann. Eieieiei. Aber er macht es auch nicht lange, weil sobald ich ihn angreife, hört er wieder auf damit. Wie soll ich den Drachen so besiegen? Jetzt mal ohne Spaß. Es dauert viel zu lange weg hier. Er hat mich getroffen, verdammt. Scheiße. Okay, das könnte. Ich könnte hier sterben. Eventuell. Doch, das bringt wohl was, das Feuer, alles klar. Gut zu wissen. Zack. Dann werde ich nämlich nur noch so kämpfen, ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Hui! Oh, was jetzt? Blöder Drache, du! Was? Wo sind wir hin? Was soll ich tun? Achso, hier lang. Achso. Wir klettern, glaube ich, hoch. Kann das sein? Ah, okay. Ich vermute, wir kämpfen hier gegen den Drachen weiter. Alles klar. Ich denke aber mal, die Art und Weise des Kampfes hat sich nicht so wirklich verändert, oder? Boah, du Arsch, du hast mich voll verarscht. Aua. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. What the fuck? Das Problem ist, ich treffe ihn gar nicht mit meinem Feuer. Das ist natürlich doof. So. Habe ich ihn getroffen? Nein. Jetzt? Nein. Doch. Jetzt habe ich ihn wohl getroffen. Ey, geh mal wieder runter. Du darfst das nicht. Aua. Boah, das tut weh. Wenn der einen hittet, ey, dann. Scheiße. Boah, fuck you. Ich bin noch ausgewichen. Fuck you. Blöder Kackdrache. Wo bist du? Oh, Mann. Ich gehe immer in die falsche Richtung. Verrecke.
Einfach nur mit dem Feuer angreifen, das passt schon. Alles andere bringt mir eh nichts. Oh. Oh, 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 ich brenne. Oh, hör mal auf damit, du Kackdrache. Oh, ich muss hier weg. Oh, fuck, ich habe kein Leben mehr. Ich bin gleich toho, toho, tot. Ich bin toho. Tot. Das bin ich. Das ist doch scheiße. Jetzt muss ich mal gucken. Die Folge geht ja schon wieder länger, aber irgendwie den Drachenkampf will ich jetzt auch nicht in eine neue Folge verschieben. Frage ist, wo fängt das hier wieder an? Wäre natürlich cool, wenn es da so einen Zwischenspeicherpunkt gab. Aber der braucht ja jetzt eh ewig. Okay, oder er stürzt ab. So, da bin ich wieder zurück. Es hat sich gleich das ganze Spiel verabschiedet. Also auf zur zweiten Runde mit diesem super tollen, netten, lieben Drachen. Der kann nur lieb sein. Ich treffe ihn irgendwie nicht. Das ist natürlich blöd. Oh fuck. Was macht er jetzt? Ne? Ich glaube nichts Gutes. Wo ist er hin? Da. Du blöder Kackdrache. Komm schon, du willst mich doch bestimmt angreifen, oder? Oh! Was? Warum konnte ich nicht ausweichen? Ich bin ausgewichen. Blöder Kackdrache, du. Scheiße. Ach, Feuer ist doch immer blöd. Weg. Super, Geralt. Ha, nicht getroffen. Verdammt. Ich habe ihn gerade voll... Da ist er. Nein, so nicht. Drachen. Mach Platz. Feuer. Weg, 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 weg. Mich wundert ein bisschen, dass Feuer gegen... Verdammt, ey, dass er mich immer trifft, dass Feuer gegen ihn wirkt. Das wundert mich ein bisschen. Jetzt muss ich einfach mal fett ausweichen. Lass mich bloß in Ruhe. Drecksdrache, du. Du bist kein lieber Drache. Du bist ganz böse. Feuer. Nein, doch kein Feuer. Verdammt, der hat mich voll genatzt. Böser, böser Drache, du. Hab ich ihn getroffen? Ja, hab ich. Gut. Und er bestimmt gleich mit seinem Schwanz schlagen. Jawohl. Das war doch klar. Alter, du scheiß Kackdrache, du. So, zack. Ein paar Mal muss ich... Nein, 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 kein Feuer. Komm, kein Feuer, du Arsch. Schmeck mal deine eigene Medizin. Ich muss nur noch ein paar Mal treffen. Zweimal vielleicht noch. Ja, haut ab. Wo haut er denn hin? Muss ich irgendwas drücken? Ja! Tod dem Drachen! So muss der Hase nämlich laufen hier. So und nicht anders. Wo habe ich das Ding her? Egal. Hauptsache, wir haben es. Geralt, der Drachentöter. Das war genauestens geplant. Den haben wir bestimmt irgendwann mal dahingestellt, den Baum, weil wir wussten, wir werden einen Drachen töten. Das ist ziemlich kranker Scheiß, gegen Drachen zu kämpfen. Finde ich eigentlich immer cool. Fand ich auch in Skyrim geil. Und Geralt denkt sich, ach Mensch, scheiße. Jetzt bin ich so weit weg, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Toll. Töten wir ihn? Er stand ja... Er stand ja unter dem Einfluss der Zauberer. Also, ich lasse ihn in Ruhe. Er hat hoffentlich seine Lektion gelernt. Er wird sowieso sterben. Vielleicht merkt er sich das aber auch und weiß, oh, einst verschonte dieser Mann mein Leben. Wer weiß.
Gleich zwei. Triss. War das Triss? Was geht denn da jetzt ab? What the fuck? Was ist denn? Was war das denn? Komm im Kopf wieder raus. Ja, warum nicht? Lol. Ach du heilige Scheiße. Okay, wir hätten ihm, glaube ich, das Kind nicht überlassen sollen. Naja, jetzt ist es zu spät. Jetzt hat er es bereits. Naja, was soll's. Mit diesen Konsequenzen muss man halt leben. Oh, wir sind im Epilog. Und damit auch relativ am Ende des Spiels. Okay, da scheinen wir nach Lokmuin wieder reinzukommen. Oh, Roche hat irgendwie neue Kleidung. Interessant. Wie lief es mit dem Drachen? Der hatte eine harte Landung, hat sich auf einen Baumstamm gespießt. Aber er lebt. Ich töte keine Drachen. Die Zauberinnen werden sich freuen. Roche, das ist einer der letzten Drachen überhaupt. Ich konnte ihn doch nicht einfach auslöschen. Gut, eigentlich ist es ganz einfach. Wir müssen nur Philippa loswerden. Das überlasse ich dir. Wir kriegen die Zauberinnen und wir bestrafen sie, Hexer. Radovid und die anderen Könige schichten schon die Scheiterhaufen auf. Was wird aus dem Rat und der Kammer? Es wird wohl eher eine Synode der Inquisitoren einberufen. Aber es haben nicht alle Zauberinnen den Scheiterhaufen verdient. Wo gehobelt wird? Fallen Späne, ich weiß. Zwickt der redanische Adler nicht am Kragen? Ach, Kleider. Ein bisschen Stoff ändert an meiner Treue gar nichts. Wirst du Radovid dienen? Ja, Temerien braucht einen starken, unabhängigen König. Ich kenne keinen, der besser geeignet wäre. Und ich muss Anais beschützen. Ich verstehe. Was ist mit Leto? Habt ihr ihn? Mehr oder weniger. Wie meinst du das? Er wartet da auf dich, wo die Temerier ihr Lager hatten. Okay. Jedenfalls hat uns das ein Bote gesagt. Interessant. Gehen wir. Erzähl mir unterwegs, was hier passiert ist, während ich mit dem Drachen zu tun hatte. Morde, Plünderungen, Vergewaltigungen in wechselnder Reihenfolge. Wer ist da von der Leine los? Die Soldaten der Könige sollten die Verräterinnen beseitigen, aber natürlich waren im Handumdrehen alle Magier Verräter. Die Soldaten waren in der Überzahl. Und die magischen Blockaden in der Stadt verhindern Zauberei. Seit die Könige sich im Schutz ihrer Garden aus der Stadt gemacht haben, jagen ihre Krieger die Zauberer. Die Bekannteren und Mächtigeren konnten entkommen. Die übrigen hat man zu Tode gemartert. Okay. Krasser Scheiß. Ich hoffe, dass Tristan noch lebt. Aber an der Stelle beenden wir mal die Folge, die ja sowieso viel zu lang geht. Aber das mit dem Drachen wollte ich jetzt nicht irgendwie unterteilen in mehrere Folgen. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, haut rein, Leute.